Machen wir weiter. Wir haben jetzt 17 Uhr, haben circa bis 18 Uhr. Dann machen wir Pause am Abend, dann haben wir noch Lobpreis und dann machen wir noch etwas weiter. Danke für alle von euch, die mir gesagt haben, wie dankbar sie sind und was der Herr getan hat und wie ihr Leben verändert wurde. Ich bin sehr dankbar immer für diese Zeugnisse, für diese Ermutigungen. Herzlichen Dank, schätze ich sehr. Wir bekommen immer wieder solche Feedbacks und ich diene einfach nur Jesus und das mache ich und ich habe mich verpflichtet vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich habe mich verpflichtet, wirklich ehrlich und wahrhaftig zu sein. Und da, als ich mich verpflichtet habe, das zu tun, dann habe ich gemerkt, jetzt komme ich in ein Schlamassel. In ein natürlich gesehen Schlamassel. Es gibt ja für Christen keine Schlamasseln. Es gibt ja für Christen nur Gelegenheiten, dass die Kraft Gottes sich offenbart. Probleme gibt es ja auch nicht. Aber das Dilemma, in das ich kam, dass mir plötzlich bewusst wurde, oh oh, wenn ich anfange, ehrlich zu sein, nach meinem besten Wissen und Gewissen zu handeln und nach dem, was ich im Wort Gottes verstehe, dann werde ich jetzt Folgendes erleben, dass eine ganze Anzahl von Christen sauer sein werden auf mich. Und das sind sie auch. Und weißt du, und ich möchte euch was sagen, ich tue nichts, das kann ich euch aufrichtig und ehrlich vom Herzen sagen, das würde ich mich hier nicht wagen, da habe ich zu viel Gottesfurcht in mir, aber ich tue nichts, um Menschen zu beleidigen oder zu verletzen oder abzustoßen. Aber oft ist das, was ich tue und sage und wie ich handle, beleidigt oft die Menschen. Und das ist aber nicht dann in meiner Verantwortung, weil ich tue wirklich nichts, um irgendjemanden zu beleidigen. Zum Beispiel. Soll ich meine Sünden wieder bekennen? Die Sünden sind ja eh vergeben und unter dem Blut Jesu Christi, die klagen ja mich ohnehin nicht an. Aber nur damit ihr seht, dass ich auch ganz normaler Mensch bin, so wie alle anderen, halt eine neue Schöpfung in Christus. Aber es war früher das Normalste, dass egal wo du dienst, jeder, der dazu kommt und Gebet willst, dann sprichst du halt ein Gebet. Obwohl ich im Herzen habe ich gewusst, tief da drinnen habe ich ganz genau gewusst, der geht mit der Tür raus und es hat sich nichts geändert. Das habe ich gewusst. Und das wissen eigentlich alle, die das nette Gebet sprechen. Wir hoffen halt irgendwo, aber wir haben, wenn wir ehrlich sind, wenn jemand kommt zu mir und sagt, das und das und das und das ist mein Problem, der Teufel, die Flüche, die Vergangenheit, und wir sagen, okay, wir beten. Die Bibel sagt, Glaube ist ein absolutes, hundertprozentiges Überzeugtsein, ein Sichersein von Dingen, die man nicht sieht. Wenn du jetzt im Glauben für diese Person beten würdest, dann müsste genau das, was du gebetet hast, auch jetzt geschehen. Sonst war es entweder nicht ein Gebet des Glaubens oder es war biblisch ein nicht korrektes Gebet. Und dann hast du ja auch gar keine Basis für Glauben. Du hast keine Basis für Glauben, wenn du einfach das betest, was du gerne beten möchtest. Das muss noch klar werden. Die einzige Basis für wahrhaftigen biblischen Glauben ist das, was Jesus Christus getan hat durch sein Werk oder das Gott fix und klar, klipp und klar uns zugesagt hat. Es gibt keine biblische Basis für Glauben, um das zu kriegen, was du willst. Das kannst du vergessen. Die biblische Basis für wahrhaftigen biblischen Glauben, der alles das in mein Leben manifestiert und auch in mein Leben real macht, wofür Jesus Christus bezahlt hat, die einzige Basis dafür ist, das, wofür er wirklich bezahlt hat. Und von dem her, als ich begonnen habe zu erkennen und eigentlich mir anzuerkennen, zuerst kann man das Anerkennen, dann die Erkenntnis, und das ist etwas, was viele von uns warten auf, noch eine Erkenntnis. Und ich muss euch sagen, den größten Teil, wirklich der größere Teil, ich hatte natürlich einige Erlebnisse, wo plötzlich, weißt du, da kommt die Offenbarung. Aber das war nicht der größere Teil. Ich ziehe mir jetzt mal die Schuhe aus, weil ich bin den ganzen Tag schon in den Schuhen. Das mag ich jetzt gar nichts mehr. Stört euch das?
Wenn ihr gesagt hättet ja, dann hätte ich gesagt, dann müsst ihr das in eurem Herzen richten. Gut, dass ihr Nein gesagt habt. Weil ich ziehe es so ohnehin aus. Aber weißt du, wenn wir wirklich, aber da oben schauen sie nicht so gut aus, gehen wir sie runter. Aber weißt du wirklich, wenn wir wirklich, denke mal drüber nach, was hast du für, oh danke Romy, für ein Glas Wasser kriegt man schon Lohn im Himmel, was kriegt man für ein paar Schuhe wegräumen? Denk mal, was hast du für eine Basis für wahrhaftigen biblischen Glauben, wenn Christus es nicht erledigt hat für dich? 2. Korinther 1, Vers 20 sagt was? Darum alle Verheißungen, 7487 gibt es angeblich, alle Verheißungen sind Ja und Amen durch Christus. Alle Verheißungen, nur durch Christus. In dem Augenblick, wo Christus für etwas nicht bezahlt hat, glaubst du was? In dem Augenblick, wo Gott nicht klipp und klar gesagt hat, das gehört dir, was hast du noch für Basis, etwas zu glauben? Bleibt nichts mehr über. Deine Wünsche, die kannst du hoffen, aber nicht glauben. Der biblische Glaube braucht immer eine Basis, braucht eine Grundlage. Und die einzige Grundlage ist das, was Gott gesagt hat. Und immer wieder, als ich begonnen habe, diese Dinge zu erkennen durch Anerkennen, auf einmal habe ich gemerkt, ich will auch nicht mehr, können tut man ja viel, ich will mein Leben nicht mehr so weiterleben, wie ich es bis jetzt gelebt habe, in dem Sinn, wie ich den Menschen gedient habe. Der kommt mit der Not, du betest ein Gebet, der umarmt dich, der heult vielleicht ein bisschen, der geht weg. Und tief drinnen weißt du ganz genau, wenn er das nicht anerkennt, ergreift und anwendet, was die Wahrheit der Bibel ist, das Gebet tut nichts in seinem Leben. Und ich habe irgendwann gesagt, Herr Jesus, ich spiele da nicht mehr mit. Ich schicke die Leute weg, in der Hoffnung, dass sie jetzt das Problem gelöst haben. Die waren ja schon bei 10 anderen zum Beten. Und die haben ja schon 10 Enttäuschungen hinter sich. Und die 11. kriegen sie von mir nicht mehr. Das tue ich nicht mehr. Ich bete sehr gern für die Kranken. Aber ich habe einfach mich auch dem Herrn verpflichtet. Das sage ich auch unseren Leuten im Mentoring immer. Wenn ihr Fragen stellt, ich sage den Leuten im Mentoring, du kriegst von mir die Antwort, die ich von meinem Herzen wahrhaftig glaube. Ob sie wahr ist oder nicht, das musst du dann mit dem Heiligen Geist regeln. Aber ich sage nichts, einfach damit Menschen jetzt glücklich sind, besser fühlen, zufrieden sind. Wenn ich in meinem Herzen eine Überzeugung habe, dass das in Wirklichkeit die Dinge nicht löst. Und weißt du, vor, ich glaube, 25 Jahren, da ging ich mal mit einem Problem zu einem starken, außergewöhnlichen, apostolischen Mann, der ich weiß nicht, wie viele hunderte Gemeinden gegründet hat, in einem anderen Land. Der war in Asien, einem asiatischen Land als Missionar. Und ich hatte eine recht enge Beziehung mit diesem Mann. Ich war sehr jung, war bestimmt mehr als 25, vielleicht 35 Jahre her. War relativ jung noch im Dienst. Und ich ging zu diesem Mann, damit er für mich betet, damit sich mein Problem löste. Und ich besuchte ihn in seinem Hotel und ich sagte ihm, das ist mein Problem, bitte bet für mich, bet für mich. Meine Hoffnung war, dass wenn dieser Mann Gottes für mich betet, dann wird mein Problem gelöst. Und der Mann schlug die Bibel auf und sagte, hier steht, du hast die Gedanken Christi. Wenn du das nicht glaubst, kann ich nichts machen. Und schickte mich weg. Schickte mich weg. Ich war so sauer auf den, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich ging raus aus dem stinksauer. Ich dachte mir, der predigt groß auf der Kanzel, der gründet hunderte Gemeinden, was der alles für ein Top-Missionar ist und hat nicht mal Mitleid mit mir. Armen jungen Mann in seinen Mitte 20 im Dienst gerade stehen, hat genügend Kämpfe in seinem Leben. Ich war sauer. Und als ich rausging, sagte der Herr, die Wahrheit macht dich sauer, aber die Lüge hätte dich glücklich gemacht. Weißt du, das war so wie ein Switch in meinem Leben. Ich habe gesagt, okay, ich muss erstens die Wahrheit selbst ergreifen. Wenn wir die Gedanken Christi haben, dann haben wir die Gedanken Christi. Ich muss das einfach selbst anerkennen und durch das Anerkennen komme ich auch zum Erkennen.
Und die zweite Sache, ich habe mich damals entschlossen, ich werde nicht der nette Pastor sein, der das nette Gebet spricht für die netten Leute und sie wieder nett nach Hause schickt und dann haben sie die nächste Enttäuschung. Das kann ich nicht tun. Dann könnte ich nachts nicht schlafen. Und ich werde das auch nicht tun. Und wisst ihr, wir müssen lernen, dass wir einander im Geist und in der Wahrheit dienen. Und so oft dienen wir auf menschlicher Ebene, aber nicht auf der Ebene unseres Herrn. Und ich bin so überzeugt davon, tief überzeugt, dass eine der größten Traurigkeiten im Herzen Gottes ist, wenn seine Kinder nicht ergreifen, wofür Jesus bezahlt hat. Das macht ihn so traurig. Daniel hat bei unserer letzten Schule folgendes Beispiel erzählt. Der hat gesagt, stell dir vor, wenn ich mein ganzes Leben lang gespart hätte, mein ganzes Leben lang nur hart gerackert und gearbeitet hätte und gespart hätte, um meiner Frau einen ganz besonderen Ring zu kaufen, mit einem ganz besonderen Schmuckstein drauf, mit einem Diamanten drauf. Und ich gebe ihn ihr und sie betrachtet ihn als nicht wertvoll. Legt ihn irgendwo zu Hause hinein, meinetwegen gibt ihn auch in Tresor, aber da bleibt er halt. Sie tragt ihn nicht, sie verwendet ihn nicht, sie benutzt ihn nicht. Das würde mich total verletzen. Und er hat gesagt, wie muss Gott sich fühlen, wenn er so viel bezahlt hat für uns und wir nehmen diese Sachen nicht an. Wir ergreifen sie nicht. Wir haben noch 100 Ausreden, warum wir es halt nicht ergriffen haben. Und wir haben noch 100 Ausreden, warum es halt noch nicht so geworden ist. Und ich sage euch, ja, ich weiß, wer ich bin in Christus, da habe ich keine Zweifel. Ich weiß, ich bin Prophet, ich weiß, ich bin Lehrer. Ich habe meine Identitätskrise 2001 überwunden. Da kam alles in meinem Leben zu einem absoluten Kollaps und Ende und brach zusammen. Und als der Herr sagte, wer bist du, konnte ich ihm diese Frage nicht beantworten. Ich konnte die Frage nicht beantworten. Weißt du, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Wenn der Herr euch eine Frage stellt, fragte er nie, um eine Antwort von euch zu bekommen. Denn der Herr weiß die Antwort, bevor er die Frage gestellt hat. Wenn der Herr, als Gott sagte, Adam, wo bist du? Hatte er kein Interesse daran herauszufinden, wo Adam war. Das wusste er ja. Der allwissende, allmächtige, allgegenwärtige Gott, ja, glaubst du wirklich, Adam konnte sich vor dem verstecken? Logisch nicht. Jedes Mal, wenn der Herr dir eine Frage stellt, geht es ihm weder um deine Antwort, noch geht es ihm um Information. Es geht ihm immer um dein Herz. Immer. Jede Frage, die der Herr stellt, in Wirklichkeit macht er gar nichts anderes, als er dreht das Flutlicht auf, leuchtet direkt in sein Herz und durch die Frage will er mal dir zeigen, was in deinem Herzen ist, weil er weiß es ja ohnehin schon. Er will dir zeigen, was in deinem Herzen ist. Und wenn wir lernen, so mit dem Herrn zu leben und zu wandeln, dann werden wir auch lernen, wie kostbar und wertvoll seine Fragen sind. Weil die Fragen, die bringen zu Licht, zu Tageslicht, was versteckt ist. Wie oft wissen wir ja gar nicht, was da drinnen versteckt ist. Und dann kommt dieser wunderbare, liebende, gütige, herrliche Vater und stellt dir eine Frage. Wer bist du? Und ich wusste, er will keine Antwort. Und ich schaute in mein eigenes Herz und ich sagte, im Himmels Willen, ich weiß nur, dass ich Prophet bin, dass ich Lehrer bin, dass ich Gemeinden gegründet habe, dass ich Bibelschule aufgemacht habe. Ich weiß, dass ich der bin, der das und das und das alles gemacht habe. Aber wenn du das Machen wegnimmst, weiß ich nicht, wer ich bin. Wisst ihr, beim Handy kann man ja dem Handy einen Titel geben, seiner Nummer. So einen Namen oder so ähnlich. Wenn ich eine Nachricht bekomme, wisst ihr, wer ich bin? Der geliebte Jesu. 2001 musste ich meine eigene Identität wiederfinden, nur in ihm. Nur in ihm. Nur
in ihm. Und wenn du deine Identität in ihm gefunden hast, dann wird es erstens ein tiefes Verlangen, das auszudrücken. Zweitens wirst du ständig danach streben, einfach in größerer Entspanntheit zu leben, weniger dir Stress zu machen über was weiß ich, welche Dinge und welche ungelösten Probleme. Die Art und Weise, wie du denkst, wird ganz anders werden. Wie du Dinge anpackst, wird ganz anders sein. Die Kraft, mit der du ihm dienst, wird ganz anders sein. Alles ändert sich tatsächlich. Gehen wir zurück zu dem Vers, wo ich Vormittag begonnen habe, aber nie ganz zu Ende geführt habe, oder war es Nachmittag? Irgendwann habe ich es gemacht. Hebräer Kapitel 1 und Vers 3. Waren die Kuchen gut? Haben sie euch geschmeckt? Ihr habt gesehen, ihr habt mir auch noch welche überlassen. War sehr lieb von euch. Hebräer Kapitel 11 und Vers 3. Können wir den bitte projizieren? Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Lasst ihn bitte hier oben. Schau mal an, was die Bibel sagt. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Manchmal denke ich mir ein bisschen, was können wir dafür, dass wir in unseren deutschsprachigen Ländern geboren sind? Das ist uns schon zum großen Nachteil. Weißt du warum? Weil wir werden von frühester Kindheit getrillt auf was? Verstehen, lernen, verstehen, lernen, verstehen, lernen, lernen, verstehen, lernen, verstehen, verstehen, lernen. Je mehr du lernst, desto klüger bist du, desto höher kommst du hinauf. Je mehr du verstehst, desto weiter oben landest du und desto mehr Geld verdienst du und desto besser bist du. Stimmt's oder stimmt's nicht? Natürlich. Uns wird von Anfang an eingetrichtert, es geht alles über das Verstehen. Schau mal, was die Bibel sagt. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Mein lieber Freund, solange du zuerst verstehen möchtest und durch das Verstehen zum Glauben kommen wirst, hast du das Pferd von hinten aufgezogen. Weil laut der Bibel kommen wir nicht durch das Verstehen zum Glauben, sondern kommen wir durch das Glauben zum Verstehen. Zuerst glaubst du und dann ergibt es für dich einen Sinn. Was tun wir? Reinhard, erklär mir das mal, wie das funktioniert mit den Wundern. Wenn ich mal wirklich verstanden habe, wie das geht, dann glaube ich es auch. Nur Gott sagt, mein Lieber, ich bin nicht Deutscher. Habt ihr gewusst, dass Gott nicht Deutscher ist? Habt ihr diese Offenbarung noch nie empfangen von ihm? Dann sage ich euch jetzt, Gott ist nicht Deutscher. Gott denkt nicht deutsch, Gott handelt nicht deutsch, Gott ist nicht deutsch, er liebt die Deutschen, aber Gott ist nicht Deutscher, Gott ist Gott. Und die Spielregeln bei Gott, die lauten etwas anders wie die Spielregeln, die uns mitgegeben wurden. Nämlich, okay, wenn ich alles mal verstanden habe, dann werde ich mal auch anfangen, die Dinge wahrhaftig zu glauben. Wenn du lernst, dich zu entscheiden, was Gott gesagt hat, das glaube ich, dann ergeben die Dinge für dich einen Sinn. Ich sage dir, ich habe einige Offenbarungen vom Herrn bekommen, das sage ich auch sehr dankbar so. Einige davon hat er mich nachts aufgeweckt und die ganze Sache vom Besitz ergreifen. Glauben, das war mitten in einer Nacht auf Urlaub mit meiner Frau. Da hat er mich aus dem Bett geholt und in ein anderes Land geschickt im Geist und hat mir diese Dinge erklärt. Bin ich sehr dankbar. Aber der größte Teil von meinen Offenbarungen, die ich habe, die sind nicht gekommen durch Erkennen. Die sind gekommen durch Anerkennen von dem, was er hineingeschrieben hat in die Bibel, was Jesus getan hat. Zum Beispiel, ich hatte nie die Offenbarung, dass
wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ich kann mich an keinen einzigen Augenblick erinnern, wo plötzlich ich die Bibel las, das sprang heraus zu mir und wusch, oh, jetzt habe ich es erkannt. Ich kann mich nicht erinnern. Weißt du, was mich erinnern kann? Ich kann mich erinnern, wie ich zu Jesus gesagt habe, ab sofort lebe ich mein Leben nach diesen Spielregeln, die ich selbst aufstelle. Wenn du es gesagt hast, ist die Wahrheit und mein Leben muss sich ändern. So einfach ist das. Wenn du es gesagt hast, ist die Wahrheit, das erkenne ich an und mein Leben muss sich dem anpassen. Ich versuche nie mehr irgendetwas biblisch zu erklären, warum etwas nicht funktioniert in meinem Leben, wenn es funktionieren sollte. Das mache ich nicht mehr. Dann habe ich eine andere Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich kaufe mir eine neue Bibel und eine nagelneue Bibel, die habe ich mir gekauft. Und ich lese diese Bibel, als ob ich die Bibel noch nie in meinem Leben gelesen hätte. Noch nie in meinem Leben. Als ob es ein neues Buch wäre. Ich habe die Bibel seit Kindheit gelesen, wie oft, von Deckel zu Deckel, habe sie studiert. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe die Bibel jetzt an, ich vergesse alles, was mir mitgeteilt wurde, was mir eingetrichtert wurde, was mir gelehrt wurde, was mir gesagt wurde. Alles lösche ich mal auf der Festplatte meines Herzens. Ich nehme die Bibel jetzt und ich nehme alles, was du mir zeigst, was du sagst, was die Bibel klipp und klar sagt, was Jesus getan hat, nehme ich als bare Münze, als Wahrheit, anerkenne ich das. Und durch das Anerkennen bin ich zur Erkenntnis gekommen. Und eines Tages habe ich dann in der Bibel Folgendes gemacht. Ich habe einen Bleistift genommen und ich habe jedes Mal, wenn die Bibel sagt, in ihm, in Christus, von ihm, von Christus, durch ihn, durch Christus, das habe ich mir alles eingekränzelt und dann mit einem Farbstift angemalt und habe ich gesagt, alles, was in der Bibel steht, in ihm, durch ihn, von Christus, durch Christus, alle diese Dinge, die gehören ab heute mir. Aus, fertig. Die gehören ab heute mir. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich eigentlich fast gar nichts erlebe von dem, was mir gehört. Ich habe mich richtig beschissen gefühlt. Ich meine, nicht beschissen, sondern nicht schlecht, sondern weißt du, wenn dich jemand bescheißt, sagt man auch beschissen, oder? So weißt du, wenn du wurdest von jemandem beschissen. Ich habe mich plötzlich gefühlt, ich dachte mir, um Himmels Willen, das gehört alles mir und ich habe nichts davon. Ich lebe wie jemand, der sich anstrengt, der sich abrackert, der hart arbeitet. Ich lebe wie jemand, als ob er nichts hätte und muss mit dem Nichts, was ich habe, einem Gott dienen. Das ist zu anstrengend, zu stressig. Und dann finde ich heraus in der Bibel, was ich alles in ihm habe, was ich alles in ihm bin, was ich alles durch ihn habe, was ich alles durch ihn bin. Und da dachte ich mir, ich wurde betrogen. Ich wurde in meinem Christenleben bestohlen, betrogen, belogen. Und als ich mich entschieden habe, anzuerkennen, dann durch diese Anerkennung kam eine ständig weitere Erkenntnis. Und ich habe zu Debbie eines Tages gesagt, ich habe gesagt, okay, die Bibel sagt, ich bin bereits gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Hör zu, das Versuchskaninchen bei mir ist die Debbie, das seid nicht ihr. Bevor ich euch die Sagen sage, habe ich die bei ihr schon ein paar Jahre ausprobiert. Bis ich die Sachen rauslasse an mir, habe ich da schon dann mit geübt zu Hause. Und ich habe zu Debbie gesagt, ab sofort ist das die einzige Wahrheit, die ich glaube. Es ist mir egal, ob wir was am Konto haben, es ist mir alles egal. Die Umstände können sagen, was sie will, das ist die einzige Wahrheit, ich bin gesegnet. Als ich begonnen habe, mich zu positionieren, habe ich mich wahrhaftig gefühlt wie ein Heuchler. Wirklich. Mein Herz hat geschrien, du Heuchler, du Heuchler, du Heuchler. Du sagst, du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Schau dein Leben doch mal an. Wirklich, mein Herz hat so geschrien. Ich habe gesagt, tut mir leid, jetzt höre ich mal nicht auf dich Herz. Jetzt höre ich nur auf das, was in der Bibel steht. Wenn ich in Christus gesegnet bin, heißt es, es mangelt mir an absolut keinem Segen mehr. Das heißt das, ich anerkenne nur das als die absolute Wahrheit. Und als ich das begonnen habe anzuerkennen und als ich mich geweigert habe, das loszulassen in meinem Herzen, dann plötzlich kam die Erkenntnis. Und als die Erkenntnis kam, durch die Anerkenntnis kam ich zu wahren biblischen Glauben, nämlich zu dieser hundertprozentigen Herzensüberzeugung. Und dann hat die liebe Debbie, die am Anfang mich belächelt hat, dann hörst du von ihr, du hörst nur mehr das.
Typisch du. Typisch du. Typisch du. Von diesem Augenblick an haben sich die Umstände in meinem Leben so verändert, dass auch wo Chaos war, kam was Gutes raus. Auf einmal, bis in kleine Details hin, wirklich in kleine Details. Heute sagt die Debbie schon, wenn wir irgendwo hinfahren müssen, wo es keine Parkmöglichkeit gibt, sagt die Debbie, fahr du, weil wenn du fährst, ist der Parkplatz ganz genau vor der Tür. Sagt sie letzte, vor 2, 3 Wochen, fahr du, wenn du fährst, passt das alles. Und ich sage, ja, meine Liebe, du musst einfach auch anerkennen, bis du es erkennst. Schau, zuerst verstehen wir und dann glauben wir, oder zuerst glauben wir und dann verstehen wir. Und Glauben bedeutet ein Anerkennen der Wahrheiten, die Gott in seinem Wort gesagt hat. Und ich denke, einen Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir einfach nicht hartnäckig darauf bestanden sind, anzuerkennen. Wir haben gesagt, okay, es steht so geschrieben, okay, ich glaube das mal. Ich glaube das mal. Anstatt zu sagen, das erkenne ich an und da kann der Teufel sagen, was er will, dann können die Umstände sagen, was er will, dann kann die Frau sagen, was er will, dann kann der Mann sagen, was er will, da können alle sagen, was er will. Das akzeptiere ich als die Wahrheit. Und wenn wir uns positionieren, basierend auf die Wahrheit der Bibel, nicht basierend auf das, was wir uns wünschen, nicht basierend auf das, was wir gerne hätten, basierend auf das, was in Christus geschehen ist. Denk mal, jedes Mal, wenn in Christus steht, durch Christus, von ihm, bedeutet das, dass er bezahlt hat dafür. Du kannst es drehen und wenden, wie es du willst. Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt in Jesus Christus. Wenn du nicht in Christus lebst, wirst du auch diese Segnung nicht erleben. Aber wenn du in Christus wandelst, in Christus lebst und diese Wahrheiten anerkennst, dann wird sich dein Leben drehen. Oder Gott lügt und Gott kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. Und wir haben oft versucht zu glauben, ohne zuerst anerkannt zu haben. Wir haben oft versucht zu glauben, ohne zuerst anerkannt zu haben. Anerkennen bedeutet, ich positioniere mich. Das ist die einzige Wahrheit, die ich ab jetzt akzeptiere. Ich positioniere mich. Und das habe ich getan. Und dann plötzlich merkte ich, dass zu dem Glauben, zu dem Verständnis, zu dem ich gekommen bin, bin ich gekommen, indem ich zuerst geglaubt habe. Und zuerst anerkannt habe, dass das einfach die Wahrheit ist. Punkt, fertig. Gehen wir zurück zu Hebräer Kapitel 1, Vers 3, bitte. Hebräer 1, Vers 3. Und übrigens, wenn wir mal ein bisschen zu uns Deutschen ein bisschen so reden, ich sage uns Deutsche, ich bin ja weder Österreicher noch Deutscher noch Amerikaner noch Brasilianer, ich bin Himmelsbürger, aber von irischen her sind wir Deutsche. Ich zähle mich mehr als Deutscher als Österreicher heute. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir wollen zuerst verstehen und zum Glauben, wie willst du ein Wunder verstehen? Sagen wir einmal. Wie willst du ein Wunder verstehen? Wie willst du verstehen, wie es gehen soll, dass ein Körperteil nicht hier ist und puff, ist es plötzlich hier? Wie willst du das verstehen? Lest nur die Evangelien durch die Wunder, die Jesus getan hat. Es ergibt eigentlich relativ wenig Logik vom Verständnis her. Zum Blinden macht er so, spuckt am Boden, nimmt das, schmiert es in die Augen und sie geht dich waschen. Ah ja, genau, es ist sehr verständlich. Sehr verständlich. Genau, wenn er so Kot auf Augen hat, logisch muss ich waschen gehen. Ja, gibt einen Sinn für mich. Verständlich. Die Frau, die sagt, wenn ich sein Gewand angreife, bin ich gesund. 12 Jahre krank, keine Ärzte kann dir helfen. Okay, ich brauche kein Wort von Jesus, ich brauche keine Handauflegung von Jesus, ich brauche nicht einmal Jesus, berühre nur das Gewand. Logisch, ja, sicher, klar. Lesen mal durch, wie logisch ist es denn, dass der heilige, reine, vollkommene Jesus zur Sünde wurde? Darum sagt die Bibel ja, die Torheit Gottes
ist größer als die Weisheit der Menschen. Was ist die Torheit Gottes? Wenn die Bibel davon spricht, dass die Torheit Gottes größer ist als die Weisheit der Menschen im 1. Korintherbrief, wisst ihr, was diese Torheit Gottes ist? Steht drinnen. Wo sind jetzt die Theologen? Der Herr Pastor weiß das ganz bestimmt. Wenn die Bibel im 1. Korintherbrief davon sagt, die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen, dann von der Torheit Gottes spricht er vom Kreuz. Von der Botschaft des Kreuzes. Die Botschaft des Kreuzes ist nicht logisch. Ein reiner Heiliger, der nie gesündigt hat, geht an ein Kreuz, dort wird er hingenagelt, dort verwandelt sich seine Natur. Die Bibel sagt nicht nur, dass er die Sünde getragen hat der ganzen Welt. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 21, er, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde für uns. Logisch, aha, einer wird zur Sünde, dafür werden Billionen Menschen jetzt zu Heiligen. Ah ja, Sag mir in Wirklichkeit, was logisch ist vom Christentum. Nix. Alles unlogisch. Ist doch nicht logisch, dass einer, der nie was falsch gemacht hat, zur Sünde wird und dadurch Milliarden Sünder plötzlich zu Heiligen sind, ohne dass sie was tun. Ohne dass sie was tun, werden sie zu Heiligen, ohne zu verdienen. Darum, wir müssen einfach wirklich zu diesem einfachen Herzensglauben kommen, dass wir anerkennen, was durch das Kreuz uns alles gegeben wird. Eigentlich durch das Kreuz ist es limitiert. Es ist durch das Kreuz, durch das Leben Jesus, durch die Kreuzigung Jesus, durch die Beerdigung Jesus, durch die Auferstehung Jesus und durch die Himmelfahrt Jesus. Aber wir müssen einfach zu diesem Punkt kommen, dass wir sagen, wir glauben an absolut alles, was geschehen ist, durch das, was er für mich getan hat. Punkt, Ende, absolut Ende. Und das erkenne ich an. Und durch mehr und mehr, durch dieses absolute Feststehen auf diesem Anerkennen, kommst du auch zum Erkennen und dann wird es auch dein Erlebtes sein. Und das ist das Einfache, was ich getan habe. In Wirklichkeit ist ja gar nicht kompliziert. Er hat es gemacht, du erkennst es an, dann kommst du zur Erkenntnis, dann handelst du danach, dann erlebst du das. Ist gar nicht kompliziert. Und dann verstehst du es auch. Schau mal Hebräer 1, Vers 3. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Darüber haben wir schon geredet. Durch die Kraft seines Wortes. Können wir hier die Schlachter bitte hineingeben? Weil im Griechischen steht es nicht so drinnen. Bitte sehr. Schau, wie das hier, die Schlachter, habe ich früher gemerkt, die drückt es recht gut aus. So wie es auch, ich habe mir extra das heute sehr zeitlich früh noch angeschaut im Urtext, wie es auch dort wirklich steht. Und die suchen die Schlachter und dann sehen wir sie gleich. Wenn sie sie nicht, kriegst du das hin? Sonst schlage ich sie in meiner Bibel auf. Der Beamermeister ist nicht hier, der Michael. Jetzt müssen die anderen sich damit befassen. Kriegst du es hin? Oder soll ich dir Hilfe schicken? Sonst schlage ich es bei mir auf und lese es euch hier vor. Ist kein Problem. Ist Michael hier? Michael. Um 16.30 Uhr geht es weiter. Aha, wunderbar. Okay, tschüss. Morgen um 16.30 Uhr bin ich schon in der Schweiz. Ah, es kommt was, es kommt was. Schaffst du das? Gib mir mal ein Ja oder Nein, weil ich schicke euch den Michael hin, wenn ihr es nicht schafft. Ja? Okay, er schafft es. Michael, du darfst bleiben, wo du bist. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Man hat noch 13 weitere Attribute. Wir könnten inzwischen ein schönes Lied. Ah, er hat es gefunden. Okay. Okay, danke dir schön. Du bist jetzt vom Lehrling schon zum Gesellen aufgestiegen. Wenn es nächstes Mal noch flotter geht, bist du Meister schon, so wie Michael. Michael ist schon Obermeister. Okay,
dieser ist durch die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Die Genfer hat hier leider geschrieben, durch die Kraft seines Wortes. Aber im Originalgriechischen steht drinnen, durch das Wort seiner Kraft, nicht durch die Kraft seines Wortes. Und ich werde euch zeigen, warum das unwahrscheinlich wichtig ist. Glauben wir an die Kraft seiner Worte? Ja. Glauben wir an die Kraft des Wortes Gottes? Ja. Die Bibel sagt uns ja in einer anderen Bibelstelle, dass das Wort Gottes ist kräftig, ist mächtig, wie ein zweischneidiges Schwert. Wir glauben an die Kraft seines Wortes. Aber hier sagt die Bibel ganz speziell, dass er hält alle Dinge zusammen durch das Wort seiner Kraft. Was bedeutet das? Was ist der Unterschied zwischen Wort seiner Kraft und Kraft seines Wortes? Der Unterschied ist ganz eine einfache Sache. Gottes Wort hat schöpferische Kraft. Wenn Gott spricht, hat es Kraft, die kreativ wird. Gott kann alles schaffen. Er ist der allmächtige Gott. Aber Gottes Kraft hat keinen Ausdruck, außer sie kommt durch das Wort. Schau, was die Bibel sagt, durch das Wort seiner Kraft. Das heißt, seine Kraft braucht einen Ausdruck. Seine Kraft braucht sozusagen etwas, das dieser Kraft auch Existenz verleiht. Was hilft es der Kraft, wenn sie irgendwo verschlossen ist? Was hilft es der Kraft Gottes, wenn die Kraft Gottes nicht in deinem Leben das bewirkt, was sie bewirken soll? Was hilft es der Kraft Gottes, wenn die Kraft Gottes irgendwo weggesteckt ist? In dir drinnen lebt die Auferstehungskraft Jesu Christi. Nur die Auferstehungskraft Jesu Christi hilft dir nichts, wenn sie sich nicht ausdrückt. Und die Kraft Gottes wird ausgedrückt durch das Wort. Das heißt, solange du irgendetwas glaubst in deinem Herzen, aber dieser Kraft nicht Ausdruck verleihst durch die Worte, bleibt diese Kraft verschlossen und weggestöpselt sozusagen. Darum sagt die Bibel ja auch, dass niemand, hör zu, du wirst nicht errettet durch das, was du im Herzen glaubst. Was sagt die Bibel? Wer mit dem Herzen glaubt und was weiter? Warum sagt die Bibel nicht, ergreif's einfach im Herzen, dass Jesus schon für dich gestorben ist? Warum sagt die Bibel nicht, hey, es reicht, wenn du es im Herzen glaubst? Wer mit dem Herzen glaubt und der wird errettet werden. Und im selben Zusammenhang mit Römer 10 sagt der Paulus Folgendes. Das Wunder ist nahe. Wo ist es nahe? Es ist in deinem Herzen und? Wo ist das Wunder, das du brauchst? In deinem Mund. Die Kraft deiner Worte. Hör zu, mein lieber Freund. Die Kraft deiner Worte und das Wort deiner Kraft. Wenn du dieser Kraft, die bereits in dir ist, wenn du dieser Kraft, die bereits dich geheilt hat, wenn du dieser Kraft, die dich bereits gesegnet hat, wenn du diese Kraft, die dich bereits zur neuen Schöpfung gemacht hast, wenn du diese Kraft in deinem Leben erlegen möchtest und es satt hast, einfach nur noch eine nette Predigt vom Rainer zu hören, dann musst du aufpassen auf deine Worte. Denn die Worte deiner Kraft. Was tun wir? Ja, ich habe eh zugehört, was du gesagt hast. Aber weißt du, und wir sprechen Worte aus, die das Gegenteil aussagen von dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und wir merken gar nicht, dass da jedes Mal, wenn wir das tun, da setzen wir unwahrscheinliche Kraft frei, um eine Welt zu kreieren, in der wir dann nicht gerne leben. Und weißt du, wenn wir in unserem Herzen wirklich uns bewusst werden, dass wir können nicht sagen, ich glaube an das und ich sage das andere. Wenn in deinem Herzen und in deinem Mund nicht Einheit herrscht, dann wirst du das erleben, was dein Mund sagt und nicht das, was du in deinem Herzen hast. Wenn in deinem Herzen und in deinem Mund nicht Einheit ist, dann wirst du das erleben, was dein Mund sagt und nicht das, was du dir im Herzen wünschst. Weißt du warum? Weil dein Wort diese Kraft hat.
Weil das war eines der großen Erkenntnisse, die den Reinhard Bonnke hinein katapultiert haben in einen Dienst des Übernatürlichen. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Als Gott zu ihm gesagt hat, meine Worte in deinem Mund sind genauso kraftvoll wie meine Worte in meinem Mund. Wir haben einen Hund. Viele von euch wissen das. Einen Bernersennenhund. Ich habe zu Debbie gesagt, der letzte Hund, der mir ins Haus kommt. Also ich bin am letzten Hund. Habe gesagt, nach dem kommt keiner mehr. Debbie liebt die Hunde, ist ein totaler Hundenarr. Und dieser Hund, den haben wir geschenkt bekommen. Ein Freund von mir hat gesagt, ich zahle euch einen Hund. Welchen willst du? Ich habe gesagt, naja, Bernersennen, wenn schon, dann groß. Und der hat ihn von einem Top-Züchter in Brasilien gekauft. Und der Bernersennenhund kam zu uns. Und dann geschah Folgendes. Der Hund hat angefangen, Probleme zu haben und hat angefangen zu hinken und hat Schmerzen gehabt. Und die gingen zum Tierarzt und bla 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 und Röntgen. Und zwei Damen bei uns im Haus haben sich eben übereingekommen, dass der Hund braucht eine Operation. Und da der Hund Debbie gehört, nicht mir, habe ich gesagt, hör zu, ich würde den Hund nicht operieren lassen. Ich würde das nicht machen. Das würde ich nicht tun. Aber nein, bla bla bla, die andere Frau hat dann angefangen und so weiter. Und die Debbie hat ihr Herz dafür aufgemacht und am Ende wurde der Hund operiert. Wir hatten, Gott sei es gedankt, eine Hundekrankenversicherung, die in Brasilien sehr billig ist. Der Hund war 4 Monate im Krankenhaus interniert, weil der Hund mit einem Krebs diagnostiziert wurde, hier im Ellbogen. Und ich habe irgendwann nach 4 Monaten habe ich zu Debbie gesagt, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. In diesem Haus erlaube ich nicht ein einziges Mal, dass irgendeine Person ausspricht, dass unser Hund krank ist. Dieses Wort wird in diesem Haus nicht mehr gesprochen. Dein Hund hin, dein Hund her, jetzt bin ich dran. 4 Monate habe ich zugeschaut, jetzt nicht mehr. Ab sofort werden diese Worte nicht mehr ausgesprochen. Es ist mir egal, was der Tierarzt gesagt hat. Es ist mir egal, was die Befunde sagen. Es ist mir alles egal. Es ist mir auch egal, was ich sehe. Es ist mir alles egal. Alles egal. Der Hund hat 3 OPs über sich müssen ergehen lassen. Ich habe aus. Ab sofort gibt es nur mehr eine einzige Sache. Mein Hund ist geheilt. Mein Hund ist geheilt. Ich habe den Hund die Hände aufgelegt, ich habe den Hund gebetet. Ab sofort, es wird nichts anderes mehr gesagt. Und Debbie hat irgendwie so das, sie sagt, okay, ja, du hast recht, okay, du hast recht. Der Hund ist völlig gesund. Der Hund ist gesund, der Hund ist geheilt, dem Hund geht's gut, der Hund läuft herum. Und weißt du, und ich frage mich, wie oft unser Herz so irgendwie sagt, ja, das stimmt, er hat es getan und unser Mund sagt das Gegenteil. Und wir haben gar nicht gemerkt, wie schnell es geschehen ist, dass bei jedes Mal, wenn wir etwas sagen, lassen wir diese Kraft, diese Worte der Kraft frei. Es sind ja nicht Worte, es sind Worte der Kraft. Die Dinge, die wir über uns aussprechen, über unser eigenes Leben, wer wir sind. Weißt du, ich war in meinen 20er Jahren, als ich in meinen 20er Jahren war, habe ich Folgendes gesagt. Je älter ich werde, desto schärfer wird mein Gedächtnis. Das habe ich gesagt. Daniel sagt manchmal zu mir, du machst mir Angst. Es ist unheimlich, mit dir zu arbeiten. Daniel hat gesagt, es ist eine ganz feine Linie von dir, sämtlich sich eingeschüchtert zu fühlen oder inspiriert zu fühlen. Da muss ich mich selbst entscheiden. Okay, ich lasse mich von dir inspirieren. Und wie viele Leute zu mir gesagt haben, ja, weißt du, du wirst schon sehen, ab 50, das Gedächtnis nimmt halt ab. Und denk einmal, möge der Herr uns helfen, dass er uns bewusst macht, dass er uns wirklich mal in unserem Herzen zu einem Bewusstsein bringt, die Worte der Kraft, die aus unserem eigenen Mund kommen, wenn er durch die Worte seiner Kraft die ganze Welt zusammenhält, alles hier in Existenz hält,
und wir in seinem Ebenbild geschaffen sind und wir eins sind mit ihm, ja, denkst du denn nicht, dass dann auch unsere Worte unwahrscheinliche Kraft haben? Und wie oft schauen wir auf Umstände und wir geben den Umständen recht durch unsere Worte. Und wie oft haben wir es in unserer eigenen Macht, in unserer eigenen Hand, einfach die Worte der Kraft freizusetzen und sagen, meine Worte werden genau das Gleiche auch sagen, was er gesagt hat. Und ich rede nicht vom positiven Bekennen, ich rede nicht, dass wir uns selbst aus dem Sumpf ziehen, ich rede nur davon, dass was er sagt und was wir sagen, muss das Gleiche sein. Ich rede nur von dem, dass alles, was er sagt, das sind auch die Worte, die aus unserem Mund herauskommen müssen. Denk einmal. Wenn ich über dieses Thema rede, muss ich aufpassen. Um 18 Uhr oder bis 18.30 Uhr geht es? 18 Uhr. Okay. Ich bitte, hör zu. Wir sind alle am Lernen auf diesem Gebiet. Ich auch. Ich lerne mit euch zusammen mit. Also nehmt nichts persönlich. Viele von uns haben genau den Ehepartner, den wir als Existenz gesprochen haben. Mein Mann ist ständig nervig. Was wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, mein Mann ist eine neue Schöpfung in Christus? Und dann sagen wir ja, Moment mal, du hast gleich zum Reden, du kennst ja meinen Mann nicht. Der nervt dich schon in der Früh, wenn er aufsteht. Ja, hast du nie daran gedacht, dass du dir deine eigene Welt geschaffen hast durch die Kraft deiner eigenen Worte? Meine zwei Jungs, unser Ältester und der Mittlere, Daniel und Christopher, die sind so unterschiedlich wie der Tag und die Nacht. So unterschiedlichst. Das haben sie von Papa und Mama. Die sind auch so unterschiedlich. Unsere Jungs, der Daniel war so, life is good. Mit 2 Jahren sprach er fließend Englisch und Deutsch. Nicht ein paar Sätze, fließend Englisch und Deutsch. Der konnte mich übersetzen mit 2 Jahren. Leute waren schockiert. Hochintelligentes Kind. Dann setztest du ins Auto in Österreich und du fuhrst du über 1000 Kilometer durch bis nach England. Der sitzt brav im Kindersitz hinten, ganz ruhig. Debbie wollte 8 Kinder, bis Christoph auf die Welt kam. Nachdem Christoph auf die Welt kam, sagt sie, da wird zugesperrt, abgeriegelt. Hab gesagt, okay, dann sperren wir zu. Nach Christopher hat sie gesagt, unser Christopher hat nie gehen gelernt. Ist die Wahrheit. Unser Christopher war 8,5 Monate. Ich verließ das Haus in der Früh, der konnte nicht gehen. Ich kam am Abend nach Hause, der lief mir entgegen durch das ganze Haus. Der hat nur laufen gelernt, nie gehen. Ihr Deutsche sagt, ihr laufen zum Gehen. Wir sagen, ihr laufen zu dem. Aber der konnte nur rennen. Sagt er rennen dazu? Wie sagt er denn dazu? Okay. Der Christopher hat nur rennen gelernt, nie gehen. Der Christopher, der ging, kletterte hinauf auf die Rutsche und fiel von oben runter und hat sich so gemacht und kletterte wieder hinauf. Der Christopher sagt, Papa, die Rutsche geht zu langsam, wir haben so eine Metallrutsche und ich habe Autopoliermittel genommen, um die Rutsche einzupolieren. Der hat gesagt, um Himmels Willen, was machst du da? Und ich glaube, der ist ein Junge. Lass den Jungen doch Junge sein. Und der rutschte runter, das war so schnell, dass er dreifach einen Purzelbaum geschlagen hat. Ich sage, ah, Papa, mehr bitte, nochmal. Als er endlich das Rad übernahm vom älteren Bruder, weil der Bruder ein größeres Rad bekam, hat Christopher gesagt, die Stützräder, die will ich nicht drauf haben. So, Christopher, du bist noch nie auf einem Rad gesessen, nicht einmal mit Stützräder, du musst mal lernen.
Okay, ich habe gesagt, dann montieren wir die Stützräder ab. Der Berg sagt, um Himmels Willen nicht. Lass, montier mal ab. Ich montiere die Stützräder ab. Wir haben in einer Wohnung gewohnt in der Steiermark. Und ich höre die Debbie schreien. Weil der Christopher, der war damals, ich weiß auch nicht, vielleicht 3 Jahre alt oder so, hat noch nie Radfahren gelernt. Der Christopher sagt, Papa, ich will Radfahren gehen. Ich sage, ja, geh runter ins Erdgeschoss und wart, wir haben in einem Hochhaus gewohnt, geh unten und wart vor der Fahrradgarage. Papa kommt gleich mit dem Schlüssel und sperrt auf. Der Junge geht runter und aus irgendeinem Grund war die Fahrradgarage schon aufgesperrt. Der nahm das Rad rauf, ging in den Hinterhof und da war ein hoher Hügel. Und der schiebt das Rad auf diesen hohen Hügel rauf und ich hörte Debbie am Balkon schreien, Christopher, nein! Und er schaut ihm an, man setzt sich auf Rad, Vollgas runter und ab dem Augenblick ist er Rad gefahren. So hat er Skifahren gelernt und alles. Aber das Problem war folgendes. Die zwei, die mussten sich ein Zimmer teilen. Die Jungs waren nicht mal noch richtig wach, haben sie schon gestritten. Die Jungs haben sich nicht nur mal in die Augen geschaut, haben sich schon gehasst. Die Jungs, die haben... Also, wenn du glaubst, dass deine Kinder schwierig sein, das hättest du mal in meiner Welt leben sollen. Die Jungs, die haben nur gestritten, von ersten Augenblick zum Aufwachen bis zum letzten Augenblick ins Bett gehen. Da hast du machen können, was du wollen hast. Und wisst ihr, so früher hat man ja den Klaps im Hintern gegeben, das hast du sowieso vergessen können, weil der Christopher dich angelagert hat, schlag nur, Papa, schlag nur. Mach nur, wenn du willst. Der hat dich ausgelacht, wenn du nicht mehr. Das Schmerzdebel ist irgendwann da oben in der Decke gewesen. Und der Daniel, wenn du gesagt hast, Daniel, ich hole einen Kochlöffel, hat er schon geheult. Mein Bein, mein Leben geht jetzt zu Ende. Mein Vater erschlägt mich. Und unsere zwei Jungs, die konnten nichts anderes als nur streiten. Da war es nur von früh bis morgens Streitpotenzial. Und meine liebe Debbie, die kam am Ende ihrer Grenze. Ich nicht, weil ich war ja eh ohnehin nie zu Hause. Also für mich war das nicht so schwierig. Aber sie kam an die Grenze. Aha. Aber wisst ihr, dann irgendwann, weil ich dann doch ein bisschen mehr zu Hause war und ich habe dann mal zu Debbie gesagt, hör zu, die letzten Jahre waren so anstrengend. Flieg mal 2 Wochen nach England, um Urlaub zu machen. Und ich bleibe 2 Wochen und schaue 2 Wochen auf die Jungs. Ich sagte euch, die Debbie war nicht mal im Flieger, die abgehoben hat. Habe ich mir gedacht, ich muss ihr nachfragen, sie wieder vom Flieger rausholen. Das war ein Fehler, den ich gemacht habe. Um Himmels Willen. Was habe ich? Hört zu, Väter und Ehemänner, wenn ihr eure Frau nicht richtig schätzt, schickt sie mal 2 Wochen auf Urlaub und ihr bleibt alleine zu Hause ohne irgendeine Hilfe. Macht das mal. Dann weißt mal, was deine Frau für eine Heilige ist. Halleluja, sagt die Frau, ja. Frauen klatschen, Männer sagen, um Himmels Willen, was hast du mir jetzt angetan? Auf jeden Fall, eines Tages sagte der Herr zu mir, Reinhard, du bist schuld. Ich dachte mir, ich bin schuld, dass meine Kinder nur streiten? Und der Herr sagte zu mir, schau, was ich in meine Bibel hineingeschrieben habe. Und der Herr zeigte mir einen Vers vom Propheten Jesaja. Und groß wird der Friede deiner Kinder sein. Und der Herr hat gesagt, das ist meine Wahrheit. Aber was du sagst, kreierst du durch die Worte. Unsere Kinder streiten ständig. Unsere Kinder mögen sich nicht. Unsere Kinder liegen sich ständig in die Haare. Der Herr hat gesagt, achte mal, was du von früh bis morgen aussprichst, was du und Debbie aussprecht. Angefangen hast du es auszusprechen, weil du es so gesehen hast, aber dann hast du begonnen, es auszusprechen und es hat sich eine Dynamik entwickelt, wo du immer mehr und mehr und mehr kreiert hast, wenn du etwas anderes hättest kreieren können. Viele von uns haben den Ehepartner, den wir deklarieren, anstatt zu deklarieren, wie Gott ihn sieht. Und ich habe zu Debbie gesagt, meine Liebling, ab sofort ist die einzige Wahrheit, die wir über unsere Söhne aussprechen und groß wird der Friede unserer Kinder sein.
Ich habe dann so große so Papierdings gekauft, so weißt du, so große, so schöne Bastelpapiere in verschiedenen Farben. Und ich habe hinaufgeschrieben, groß wird der Friede unserer Kinder sein, groß wird der Friede unserer Kinder sein. Ich habe auf jedem einzelnen Küchenkasten außen und innen das hinaufgeklebt. Auf jedem einzelnen Küchenkasten. Egal, ob die Debbie von außen geschaut hat oder von innen geschaut hat, sie kommt mit mir nicht mehr aus. Und weißt du, und Debbie hat, egal wo sie in der Küche hinkam, groß wird der Friede deiner Kinder sein. Ah, die Kinder streiten ja. Groß wird der, groß, 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 groß. Und wir haben angefangen, nichts anderes mehr auszusprechen. Freunde, ich sage euch, es war wie Magie, würden wir sagen. Heute hat mein Christopher keinen besseren Freund als seinen älteren Bruder. Und mein Daniel hat keinen besseren Freund als seinen jüngeren Bruder. Als es dem Älteren beschissen ging, hat der Jüngere alles aufgelassen, alles hinter sich gelassen, hat seinen Job aufgelassen, ohne gewusst, wie er das Geld verdienen wird, ist 7 Stunden ins Auto gestiegen, hat seine Wohnung gekündigt und hat gesagt, ich ziehe jetzt dorthin. Und ich habe, Christopher, du hast keine Papa, wenn mich mein Bruder braucht, dann braucht mich mein Bruder. Sein Bruder war in einer Krise, wie er lebt in Brasilien, es ging ihm nicht so gut, jetzt vor circa 8 Jahren. Und mein jüngerer Bruder ist der Freund seines ältesten Bruders. Und manchmal habe ich mich folgende Frage gestellt: Was wäre ich, wenn ich weiterhin ständig gesagt hätte, was ich gesehen habe? Anstatt gesagt hätte, was im Wort geschrieben steht. Ich glaube nicht, dass meine Jungs heute so enge Freunde werden. Schau mal, was die Bibel sagt in Römer Kapitel 4. Römer Kapitel 4, das sagt uns die Bibel genau dasselbe Prinzip. Ich werde diesen Vers gleich finden. Römer 4, der Gott, der Dinge nennt, die nicht sind. 17? Sagt ihr? Nein. No. Ja, Römer 4, Vers 17. Bitte. Schau mal, was uns die Bibel hier klipp und klar sagt, was wir von unserem Vater Abraham lernen müssen. Römer 4, Vers 17. Und weißt du, ich habe den Heiligen Geist Folgendes gebeten. Ich habe zu ihm gesagt, bitte mach mir selbst meine eigenen Worte bewusst. Weil weißt du, wie oft uns gar nicht bewusst ist. Und seit ich angefangen habe, ihm zu beten und zu sagen, Heiliger Geist, jedes Mal, wenn aus meinem Mund ein Wort kommt, das nicht übereinstimmt mit deinem, was du gesagt hast, was du deklariert hast, was Christus getan hat, ich möchte, dass du mich sofort überführst davon, dass du sofort zu meinem Herzen darüber redest. Schau mal, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das heißt, Gott spricht aus zu dem, als wäre es da, was aber noch gar nicht ist. Gott sagt, Abraham, du hast bereits Kinder, aber die sind ja noch gar nicht da. Hör zu. Ergreife dieses simple Geheimnis. In dem Augenblick, wo Gott es gesagt hat, existiert es bereits. Vielleicht nicht in deiner materiellen Welt, aber Gott spricht und es existiert.
In dem Augenblick, wo Gott gesagt hat, in seinen Wunden bist du geheilt, die Heilung existiert bereits. Die braucht Gott nicht mehr schaffen. In dem Augenblick, wo Gott gesagt hat, du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnen in der himmlischen Welt, gehört jede Segnung nicht nur dir, sie existiert bereits. In dem Augenblick, wo die Bibel sagt in 2. Petrus 1, Vers 3, er hat uns alles gegeben, was wir zum Zoe-Leben, das heißt zum Leben von derselben Qualität, wie Jesus Christus es hatte. Er hat uns bereits alles gegeben, das wir brauchen für ein Leben und für die Gottseligkeit durch die Erkenntnis seiner selbst. In diesem Augenblick, wo Gott das gesagt hat, hat Gott dir nicht eine Verheißung gegeben, sondern hat Gott es bereits in Existenz gebracht. Wir warten darauf, dass Gott Dinge in Existenz bringt, die schon lange existieren. Nur wir sehen sie nicht, wenn wir nicht die Kraft unserer Worte verwenden, um sie hier sichtbar werden zu lassen. Stell dir mal vor, wenn wir irgendwann mal in den Himmel kommen und dann plötzlich zeigt der Herr uns, was alles uns gehört hat, das wir nie genommen haben, weil wir das Falsche gesagt haben. Stell dir vor, wenn du irgendwann mal in den Himmel kommst und dann zeigt dir Gott, was dir alles gehört hätte, das du nie erlebt hast, weil du das Falsche gesagt hast. Ich Esel, ich Armer, ich Vergesslicher, ich Dummkopf. Als Daniel vor 6 Jahren bei mir einzog, und Daniel weiß das, ich darf das weiter erzählen, da ging Daniel den ganzen Tag durch die Wohnung und hat über sich nur schlecht geredet. Und ein paar Wochen habe ich nichts gesagt. Nach ein paar Wochen schnappte ich mir diesen jungen Mann und habe zu ihm gesagt, in meinem Haus verflucht sich niemand. 2 Möglichkeiten. Du änderst, was du sagst, oder raus bei meiner Tür. In meinem Haus verflucht sich niemand. Ich kann nicht, ich schaffe nicht, ich bin nicht. Hier nicht. Und es hat ihn wachgerissen. Und wenn du schaust, was aus Daniel geworden ist, in kurzen Jahren, die Leute, die ihn wirklich kennen, die sind erstaunt, was aus diesem jungen Mann geworden ist. Hör zu. Du kannst dir nicht im Herzen wünschen, dass du etwas Bestimmtes erlebst und mit dem Mund das Gegenteil aussprechen. Du kannst schon, aber dann wird der Wunsch deines Herzens ein Wunsch deines Herzens bleiben. Du musst die Dinge, die du noch nicht siehst, in Erfüllung, in Existenz hier in deiner materiellen Welt sprechen, weil Gott sie zuerst gesagt hat. Ich möchte wiederum sagen, ich sage nicht, dass wir durch positives Bekennen irgendetwas tun. Ich sage davon, in dem Augenblick, wo Gott es gesagt hat, ist es existent. Es braucht nicht mehr geschaffen werden. Es existiert bereits. Aber Gott hat uns so geschaffen, und das finde ich ja das Geniale am Gott, dass er uns erlaubt, Teilhaber zu sein, Co-Schöpfer zu sein mit ihm. Mitschöpfer zu sein, mit diesem herrlichen Schöpfer, wie das Zeugnis, das sie erzählt hat. Ich bin befreit von mir selbst. Möge der Herr uns diese Gnade schenken, dass jedes Mal, wenn ein Wort aus unserem Mund herauskommt, das nicht im Einklang steht mit den Worten, die er gesagt hat, dass es uns einen Riss im Herzen gibt, der sagt, was habe ich hier gemacht? Und dann schnell sagt, Vater, sorry. Weißt du was? Ich erzähle euch was. Ich fliege sehr viel und ich fliege eigentlich, wenn ich in Europa bin, fast immer durch Frankfurt, weil das einfach für mich die logischste Sache ist, Sao Paulo, Frankfurt, Direktflug. Und ich sitze immer im selben Flieger in der Regel mit Lufthansa.
Und ich bin in vielen Ländern dieser Welt gereist, kreuz um die Welt geflogen, 5 Kontinente. Und den Flughafen, den ich eigentlich am wenigsten, oder einen, der ist sicher unter den 3 Flughäfen der ganzen Welt, die ich kenne, die ich am wenigsten mag, ist Frankfurt. Also den Frankfurter Flughafen mag ich schon gar nicht. Und zwar aus einem Grund, wegen der Sicherheitskontrolle. Und ich war im August hier, wir haben uns getroffen mit unserem Team und wir fuhren zurück zum Flughafen Frankfurt und Mary und Peter und ich, wir redeten so über die Sicherheitskontrolle in Frankfurt. Die sind so zickig, da passt nie was, die sind immer nur nörgeln, bla 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 bla. Und Mary, die fliegt ja von diesem Flughafen aus ständig und die hat mir dazu gestimmt. Und weißt du, und dann kam ich dort zum Flughafen hinein und dann dachte ich mir, was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich sehe einen Umstand und ich deklariere diesen Umstand mit meinen Worten. Und ich habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt hinein zum Flughafen und ich werde einfach, bis ich hinkomme zur Sicherheitskontrolle, sagen, das sind die freundlichsten, die sind wunderbar, die sind angenehm, die sind liebevoll, die sind nicht zickig. Und weißt du, ich habe einfach hingegangen zur Sicherheitskontrolle, habe ich begonnen, diese Dinge alle zu deklarieren. Ich sagte, ich kann mich kaum erinnern, irgendwann in meinem Leben so freundliche Sicherheitsbeamte zu haben. Die waren nett, die waren höflich, die waren freundlich, haben nichts beanstandet. Normalerweise jede Kleinigkeit, die nicht sein darf, die haben nichts beanstandet, die haben nett mit mir geredet, freundlich, haben noch gelächelt, die haben mir auf die Schulter geklopft. Also gute Reise. Und ich dachte mir, kreieren wir viel mehr, als wir uns bewusst sind? Und dann bekam ich eine Nachricht und sage, leider wurde Ihr Flug gecancelt. Erst morgen geht's weiter. Und unter normalen Umständen hätte ich sofort gesagt, um Himmels Willen, ich muss morgen noch einmal durch die Sicherheitskontrolle. Ich bin ins Hotel gegangen, am nächsten Tag ging ich zurück und habe das Gleiche gemacht. Und die waren wieder ganz freundlich. Es waren zwar andere Leute, aber wieder ganz freundlich. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, wie viele Wunder haben wir alle verpasst, weil wir haben etwas gesprochen, haben etwas deklariert und dann bleiben wir nicht standhaft in dem, was wir aussprechen und beginnen, das Gegenteil auszusprechen. Heute Abend werde ich euch ein bisschen über den Unterschied zwischen kleinen und großen Glauben erklären. Was wäre, wenn wir den Heiligen Geist bitten würden und sagen, mach mich unwahrscheinlich sensibel für die Worte, die aus meinem Mund kommen. Ich wachte auf vor, ja, ich wache eigentlich jeden Tag auf, aber ich sage immer, ich wachte auf. Ja, welch eine Offenbarung, der Reinhard wacht auf, stellt euch mal vor. Aber ich wachte eben auf und im Aufwachen, ich habe gelernt, unwahrscheinliche Aufmerksamkeit zu lenken auf die ersten Sekunden meines Aufwachens. Unwahrscheinlich. Der Herr hat mir gesagt, Reinhard, das erste Gefühl und den ersten Gedanken nach dem Wachwerden passt ganz gut darauf auf. Ganz, ganz genau. Wenn du den ersten Gedanken oder das erste Gefühl, wenn du das Resultat dieses Gedanken und dieses Gefühl magst, dann denke und fühl es weiter. Wenn du es nicht magst, dann ändere, was du denkst und was du fühlst. Wir wachen auf und wir fühlen uns überwältigt. Und dann denken wir das, was wir fühlen. Und dann wird der Tag auch überwältigend für uns. Und dann sagen wir, keiner versteht mich, wie schwer mein Tag ist. Wir haben ja unseren Tag so kreiert. Was wäre es, wenn das erste Gefühl, der erste Gedanke beim Aufwachen, ich Acht haben würde und sagen würde, wo führt mich das hin? Was ist das Resultat, wenn ich diesem Gefühl jetzt Raum gebe und diesen Gedanken weiterspinne? Was ist das Endresultat? Wenn ich das Endresultat nicht mag, kann ich das ganz leicht ändern. Wisst ihr, ganz ehrlich, jetzt wirklich ehrlich, aufrichtig von meinem Herzen, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal einen schlechten Tag gehabt habe. Aber ich habe
ich arbeite unwahrscheinlich viel. Ich sehe, ich bin heute seit früh da. Ich arbeite unwahrscheinlich viel. Morgen fahre ich den ganzen Tag in die Schweiz. Abend haben wir Treffen, Donnerstag. Ich arbeite wirklich viel, ständig. Ich trage viel Verantwortung für viele Dinge, aber ich kann mich wirklich aufrichtig nicht erinnern, wann ich den letzten schlechten Tag gehabt habe. Nicht, weil ich besser bin als irgendjemand von euch, weil ich gelernt habe, die richtigen Dinge im Herzen zu glauben. Das ist der einzige Grund. Ich habe gelernt, die richtigen Dinge im Herzen zu glauben. Und wenn der erste Gedanke, das erste Gefühl morgens ein Gefühl ist, der, oh, das wird ein furchtbarer Tag, dann stoppe ich mich und sage ich, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Oh, er macht keine furchtbaren Tage, er macht nur schöne Tage. Hör zu, wenn du dich einschleichen würdest in mein Haus, dann würdest du merken, dass der Rainer, der singt von der Früh bis Nacht am Klo, in der Dusche, im Bett, mitten in der Nacht, am Tag, und das macht er nicht mal bewusst. Ich bin mir nicht, andere Leute sagen, ständig singst du. Manchmal wohne ich bei anderen Leuten und dann habe ich gemerkt, dass ich ihnen den Schlaf gerauft habe, weil ich in der Nacht halt auch irgendwas singe. Sorry, okay. Wenn wir lernen, achten auf unser Herz, wie die Bibel sagt, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Gedanken und Gefühle haben mit dem Herz zu tun. Und wenn wir darauf achten, was wir fühlen und was wir denken, und dann die logische Konsequenz ziehen davon, dass das drückt sich dann durch unseren Mund aus, und durch den Mund kommen nicht mehr Worte, die kommunizieren, durch den Mund kommen Worte, die kreieren. Manchmal sitze ich mit Menschen und helfe ihnen, die Ehe zu kitten. Und je länger du zuhörst, desto mehr musst du sagen, wach doch endlich auf. Du hast dir diese Ehe geschaffen. Du hast sie dir kreiert. Du sagst auf der einen Seite, ich liebe dich, auf der anderen Seite nörgelst du. Ich habe immer wieder Leute gehört, die gesagt haben, Reinhard, in Wirklichkeit waren wir nie glücklich. Und dann sagst du, Moment mal, das stimmt überhaupt nicht. Du hast begonnen, diese Dinge zu glauben, und dann die letzten Monate hast du diese Dinge ständig ausgesprochen. Du hast schon angefangen auszusprechen über deine Ehe, was du jetzt die Resultate erbst. Hör zu, die Worte, die du sprichst, die sind Samen, die du säst. Die Ernte kommt. Die Ernte kommt. Vielleicht kommt sie ein bisschen früher oder ein bisschen später, aber die Ernte kommt. Jesus hat uns selbst gesagt, wenn er seine Worte spricht, dann sind das Samen, die gesät werden. Und wie viele Samen haben wir selbst gesät? Und wenn die Ernte kommt, dann mögen wir das gar nicht. Und dann sagen wir, Gott, warum hast du zugelassen? Und wisst ihr, einmal hat der Herr zu mir Folgendes gesagt. Meine Kinder sagen zu mir, Herr, warum hast du das zugelassen? Und ich sage zu meinen Kindern, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das zugelassen? Wenn wir neue Schöpfungen in Christus sind, wenn wir eins sind mit Jesus, wenn wir seine DNA haben, warum lassen wir so viele Dinge zu, die wir zulassen? Ja, aber Reinhard, ich will sie auch nicht. Dann fang einmal an, was anderes zu sagen. Du kannst nicht die Dinge ernten, die du gerne haben möchtest, wenn du andere Dinge aussprichst. Das geht einfach nicht. Und dann müssen wir sagen, okay, Heiliger Geist, ab heute werde ich mir bewusst sein der Worte, die ich ausspreche. Ab heute möchte ich wirklich sensibel werden. Wenn wir einander wirklich aufrichtig lieben würden, dann würden wir einander ermutigen, dass jedes Mal, wenn wir Kraft der Worte freisetzen, die nicht konform sind mit seinem Wort, dass die Geschwister uns in die Augen schauen und sagen, hör zu, was du eben gesagt hast. Wenn wir einander wirklich lieben würden, in Liebe wandeln würden, dann würden wir nicht zuhören. Da sind ja viele hunderte Personen, also weiß niemand, wer das ist. In der Pause hat zu mir jemand gesagt, der muss mit mir reden. Und die Person hat dann gesagt, ah, ich habe das und das gemacht, diesen Fehler, ich Esel. Ich habe sofort gestoppt.
Du sitzt drin im Gottesdienst, du hörst zu, was ich soeben gesagt habe, du bist neue Schöpfung und jetzt handelst du gegenteilig. Das ist Liebe. Liebe ist, wenn du deinem Bruder in die Augen schaust und sagst, was du aussprichst, ist das Gegenteil, was Gott gesagt hat. Wenn du diesen Samen siehst, erntest du genau das, was du gesät hast, nichts anderes. Das ist wahrhaftige Liebe. Aber viele von uns haben solche Angst vor Ablehnung, dass wir nicht wirklich bereit sind, in wahre Liebe zu wandeln. Dass wir lieber zuhören und lieber vielleicht noch mitreden und dann sagen, ah ja, ich verstehe sie, ist halt schwierig für dich, gell? Ja, du Armer, ja. Und wir merken gar nicht, dass wir den Samen des anderen bewässern dadurch, der irgendwann mal eine Ernte bringt, die gar nicht schön ist. Abraham glaubte dem, der die Dinge rief, der die Dinge sagte, die nicht waren, als ob sie wären. Weißt du warum? Weil sie bereits existieren. Hat Jesus selbst uns nicht gesagt in Markus Kapitel 11, bestimmt könnt ihr alle diesen Bibelvers. Markus 11 von Vers 22 an. Ich sage euch aber, habt Glauben an Gott. Oder eine andere Übersetzung, habt Gottes Glauben. Und dann sagt Jesus, wer immer zu diesem Berg spricht, hebe dich hinweg und werfe dich ins Meer und glaubt in seinem Herzen und nicht zweifelt, so wird es sein, was er glaubt. Interessant. Jesus sagt, sprich zum Berg und wir reden über den Berg. Wir treffen uns mit unseren Geschwistern und wir reden über unsere Berge. Oh, weißt du, was diese Woche geschehen ist? Oh, mein Kind, oh, mein Ehemann, mein Ehefrau, oh, mein Vermieter, mein Pastor, mein Leiter, mein Chef, mein Volk. Oh, hör mal zu. Und wir sitzen nicht zusammen in unseren Kreischen und wir reden über unsere Berge. Mein Hund ist krank, mein Hund ist krank. Hör auf, über den Berg zu reden, red zu dem Berg. Je länger du über den Berg redest, desto größer wird der Berg in deiner Wahrnehmung. Habt ihr mich gehört? Je länger du über deinen Berg redest, desto größer wird dieser Berg in deiner Wahrnehmung werden, bis der Berg so groß ist, dass du keinen Ausweg mehr siehst. Und dann rennst du herum und jammerst und klagst, weil dich dieser große Berg erdrückt. Wenn wir anfangen würden, zu unseren Bergen zu sprechen, wenn wir anfangen würden, die Worte Jesus ernst zu nehmen, ich spreche zu einem Berg, ich glaube, ich positioniere mich, darauf behalte ich fest, da stehe ich fest, das habe ich geschlossen, tschüss Berg, wir zwei haben nichts mehr miteinander zu tun. Der Nächste bitte. Aber was tun wir? Wir sagen so halbherzig, Berg, hebe dich hinweg. Schau mal, ob er schon weg ist. Ah, nein, der ist noch nicht weg. Okay, Berg. Ich glaube eh, dass du gehst. Hebe dich hinweg. Aber weißt du, ich habe eh geredet mit dem Berg, aber geht halt nicht. Und dann reden wir wieder über den Berg. Weißt du, ja, ich hab's probiert, was der Reinhard gesagt hat. Aber der Berg weigert sich halt, deshalb hartnäckig. Und wir reden schon wieder über den Berg. Was wäre, wenn wir lernen würden, zu sagen, wenn ich zum Berg gesprochen habe, reicht das. Und in meinem Herzen ist entschieden, ab sofort spreche ich nichts anderes mehr. Wie ich es mit dieser Frau in Brüssel gemacht habe. Du bist geheilt. Du kannst mich finster anschauen, wie du willst. Du kannst jammern, wie du willst. Du kannst sagen, der Reinhard hat mich verletzt, wie du willst. Du kannst sagen, es ist mir egal. Und wenn ich am Sonntag von der Konferenz nach Hause fahre und du liegst immer noch in Schmerzen, hörst du von mir nichts anderes, als du bist geheilt. Weil der Herr hat zu mir gesagt, er heilt jeden mit Schultern, also bist du geheilt. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich garantiere dich, hätte ich mich nicht positioniert, wäre diese Frau nie geheilt worden. Die wäre wirklich von mir mehr verletzt worden. Das Wunder manifestierte sich, nachdem ich mich entschieden habe, ich stehe fest, ich habe mich positioniert, ich habe es gesagt und ich sage heute nichts mehr anderes und auch morgen nichts mehr und übermorgen nichts mehr anderes. Und weißt du, und oft haben Leute diese Vorstellung, die Leute sagen oft zu mir, aber Rainer, das ist so anstrengend. Weißt du, was anstrengend ist? Ein Leben im Unglauben. Das ist wirklich anstrengend. Das Leben im Unglauben ist unwahrscheinlich anstrengend, weil da rackerst du dich die nächsten 20 Jahre ab. Das wahre Leben im Glauben, wenn du das mal gelernt hast, wie die Bibel sagt, strengt euch an, um die Ruhe einzugeben.
Wenn du mal gelernt hast, dich anzustrengen, die Ruhe einzugehen und gelernt hast, dich so zu positionieren, dann ist das nicht mehr anstrengend. Das ist das Normalste der Welt. Du wachst in der Früh auf, du bist glücklich, du gehst am Abend ins Bett, du bist glücklich, dich nervt keiner mehr, du hast immer alles Geld, was du brauchst, sogar so viel, dass du weggeben musst. Das geht wirklich schön. Wirklich. Das wahrhaft stressige Christenleben ist ein Christenleben, wo wir nicht im Glauben uns positioniert haben, dass was Jesus getan und gesagt hat, ist die einzige Wahrheit. Das, was er erledigt hat, ist erledigt. Und da haben wir halt so viele heilige Kühe aufgezüchtet in unseren wunderbaren christlichen Gemeinden. Und ich glaube, der Herr hat mir einen neuen Job gegeben, heilige Kühe zu schlachten. Ich habe mich für mich persönlich entschieden. Ich schulde es ihm. Ich schulde es meinem Jesus. Ich schulde es meinem Jesus, alles zu erleben, wofür er bezahlt hat. Ich schulde es ihm. Ich schulde es ihm. Er hat mir alles umsonst gegeben. Es kostete mir gar nichts. Aber ich bin ihm schuldig. Ich bin ihm schuldig, dass am Ende meines Lebens nichts von dem, wofür er bezahlt hat, brach liegen geblieben ist, weil ich halt im Unglauben gelebt habe. Das schulde ich meinem Jesus. Und du schuldest ihm auch. Wir schulden unserem geliebten Herrn, im vollbrachten Werk des Kreuzes zu leben. Das schulden wir ihm. Möge die Gnade Gottes in unserem Leben nicht umsonst sein. Wenn Paulus sagt, im 1. Korinther 15, Vers 10, die Gnade Gottes war nicht umsonst, dann heißt das, dass in vielen Menschenleben die Gnade Gottes umsonst gewesen ist. Stell dir mal vor, die Gnade, die umsonst ist, aber nicht billig war. Stell dir mal vor, am Ende deines Lebens schaut Jesus in die Augen und sagt, in den Himmel kommst rein, aber die Gnade war umsonst in deinem Leben. Du hättest so viel haben können und du hast nicht genommen. Du hättest so viel erleben können und du hast nicht erlebt. Du hättest so viel von mir in deinem eigenen Leben anwenden können. Stattdessen bist du nur um die Welt herumgelaufen und hast gejammert und gejammert und gejammert über noch ein Problem. Und du hast nicht mal einen Bruder, eine Schwester gefunden, die dich genug liebt, die sagt, stopp. Stopp. Wenn Christus dafür bezahlt hast, kommst du nicht zu mir und redest du so darüber, als ob er nichts bezahlt hätte. Hat das Kreuz denn gar nichts getan? Ich sehne mich, ich wünsche mir eine wahre christliche Gemeinschaft, Community, wo wir nicht nett einander den Rücken kraulen, sondern wo wir einander lieben, dass wir uns anspannen, gegenseitig das zu ergreifen, wofür unser Jesus so viel gegeben hat. Ich sehne mich nach Christen, die sagen, hör zu, ich will kein geistlich fauler Christ sein, sondern ich will alles ergreifen, wofür mein geliebter Jesus bezahlt hat. Stehst du auf meiner Seite und gehst du diesen Weg mit mir? Und wir sagen, okay, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Ich garantiere dir, wenn ich über Clayton nicht ständig ausgesprochen hätte, was die geistliche Wahrheit ist, sondern ausgesprochen hätte, was ich im Natürlichen gesehen hätte, ich hätte den nicht adoptiert. Wir waren an einem Punkt, bevor der Richter die letztendlichen Dokumente unterzeichnet hat, das dauerte etwa 2 Jahre, wir waren nicht einmal an dem Punkt, nicht einmal, wo wir gesagt haben, im Natürlichen, das geht nicht. Weißt du, Leute haben mich gewarnt, die haben mir gesagt, Reinhard, ich kenne es, es ist ganz interessant, wie viele Christen mir Horror-Stories erzählt haben von anderen Christen, die kaputte Teenies adoptiert haben und wie das alles in die Hose gegangen ist. Und wie viele Christen mir diese Geschichten erzählt haben. Ich hätte jede Möglichkeit gehabt, in meinem Leben mein Herz zu öffnen, zu glauben, das wird in Chaos landen mit Clayton. Ich hatte jede Möglichkeit gehabt. Ich hatte alle Entmutigung und kaum Ermutigung. Und wenn ich nicht beständig darauf beharrt hätte, ich spreche das aus, was er gesagt hat, und das ist
das Wort seiner Kraft. Die Kraft, die braucht ein Wort, um sich auszudrücken. Und diese Kraft, die fand Ausdruck durch die Worte, die ich zu ihm gesagt habe, die ich über ihn deklariert habe, die ständig über ihn ausgesprochen hat. Heute dürfen wir die Ernte haben, die wir gesät haben. Aber ich sage dir, die Versuchung, die war oft sehr groß, auszusprechen, was ich gesehen habe. Die Versuchung zu sagen, du bist dumm, du bist ein Versager, du bist ein Opfer. Die Versuchung war sehr groß. Und ich habe mir immer wieder gesagt, Reinhard, versprich deinem Maul einen Krapfen, wenn er zubleibt. Habt ihr auch Krapfen in Deutschland? Wenn du versucht bist, die Umstände auszusprechen, versprich deinem Maul einen Krapfen, wenn er zubleibt. Beiß dir auf die Zunge und sag: Jetzt geht's. Du bist mehr als ein Überwinder durch Christus. Jetzt geht's. Clayton, alles ist möglich, dem, der verklauft. Clayton, jetzt geht's. Nichts ist unmöglich. Jetzt geht's, Clayton. Größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Jetzt geht's, Clayton. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Ich musste meinem Maul viele Krapfen versprechen. Denn mehrmals haben die Umstände gesagt, du hast einen Fehler gemacht, den müsst ihr zurückschicken. Das geht nicht, das klappt nicht. Und was tun wir? Wir kreieren unsere eigene Welt. Im Herzen wünschen wir uns, was dem Mund spricht, das Gegenteil. Und weißt du, was das Gefährliche in dieser Sache ist? Je mehr du anfängst, dieses Gegenteil zu sprechen von dem, was Gott gesagt hat, desto mehr erlebst du es ja und dann gibt es dir die Bestätigung, dass das, was du gesagt hast, stimmt. Hast du mich verstanden? Je mehr du mit den Umständen übereinstimmst und sie deklarierst, desto mehr erlebst du das ja auch, was du aussprichst und desto mehr hast du einen Beweis, dass das, was du ausgesprochen hast, ja richtig ist. Aber weißt du, wie viele Leute zu mir gesagt haben, Reinhard, lebst du in der Verleugnung oder was? Ich habe gesagt, nein, ich lebe in der Anerkennung der Wahrheit von dem, was Jesus getan hat. Ich lebe in der Anerkennung von dem, was mein geliebter Jesus getan hat. Vor kurzem musste ich eine sehr komplizierte Entscheidung treffen. Eine sehr, sehr komplizierte Entscheidung. Und mein erstes Gefühl war, Angst, hier einen Fehler zu machen. So das erste Gefühl, das zu uns kommt. Ich habe mich in diesem Augenblick positioniert und ich habe sofort gesagt, ich habe die Weisheit Christi. 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 Christus wurde zu meiner Weisheit. Er wurde zu meiner Weisheit. Ich habe die Weisheit Christus. Er wurde zu meiner Weisheit. Und Debbie sagte zu mir, sie sagte, Liebling, weißt du, eine der Dinge, die ich bei dir am allermeisten, wie sagt man auf Deutsch, admire, bewundere, eine der Dinge, die ich bei dir am allermeisten bewundere, die Weisheit, mit der du dein Leben lebst. Die Weisheit, mit der du mit Menschen umgehst. Die Weisheit, mit der du Fragen beantwortest. Die Weisheit. Ist es Reinhards Weisheit? Nein. Christus wurde mir zur Weisheit und derselbe Christus lebt in dir. Du brauchst nie mehr wieder in deinem Leben Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen, wenn du anfängst, im Herzen zu ergreifen und im Munde zu deklarieren, Christus ist meine Weisheit. Möge der Herr uns solche Gnade schenken, dass sein Heiliger Geist, alle Engel des Himmels, unsere Geschwister und auch unsere Feinde ständig aufmerksam machen, wenn die Worte aus unserem Mund nicht übereinstimmen mit dem Wort, das er gesagt hat, was er getan hat. Wir könnten unsere Städte, unsere Länder revolutionieren. Wir könnten Dinge tun. Ich habe mir mal gedacht, was wäre es, wenn jeder Christ jedes Nörgeln über einen Politiker umgewandelt hätte
in Segen auszusprechen über diesen Politiker, den er nicht mag. Wir Christen, hört mal, wenn wir Christen nicht lernen aus der Pandemie, dann gnade uns Gott. Dann gnade uns Gott. Was wir Christen Flüche ausgesprochen haben während der Pandemie. Wir haben die Regierung verflucht, wir haben unsere Geschwister verflucht. Ein Fluch ist etwas, was konträr steht zu dem, was Gott gesagt hat. Gott spricht Segen. Was wir Christen aus unseren Mündern gelassen haben während der Jahre der Pandemie, ist erschreckend. Ist erschreckend. Und dann geben wir irgendwelchen bösen Leuten in China die Schuld oder in Amerika die Schuld oder in Bonn oder in Berlin die Schuld oder in der Regierung die Schuld. Wenn wir alles beschuldigt haben für das Chaos, das wir selbst mitverschuldet haben durch die ständigen Deklarationen aus unseren eigenen Mündern. Wir hatten eine Möglichkeit als Gemeinde während der Jahren der Pandemie zu zeigen, wer wir wirklich sind. Und wir haben es vermasselt. Wir haben es vermasselt. Aber macht euch keine Sorgen, wir kriegen noch eine Möglichkeit. Es wird schlimmer. Das ist ein prophetisches Wort. Macht euch keine Gedanken, wir kriegen noch eine Möglichkeit. Der Herr hat mir gewisse Punkte gezeigt, die wir lernen müssen von der Pandemie. Die werde ich in der Schweiz vielleicht mitteilen, wenn der Herr es mir erlaubt. Wenn wir als Christen nicht lernen aus der Vergangenheit, dann brauchen wir uns nicht denken, dass die Zukunft anders aussehen wird als die Gegenwart. Ich sage das noch einmal. Wenn wir Christen nicht lernen aus der Vergangenheit, dann brauchen wir nicht denken, dass die Zukunft anders aussehen wird als die Gegenwart. Wir müssen dringend lernen. Wir als Licht dieser Welt, als Salz dieser Erde, Gott hat uns eingeladen, Mitschöpfer zu sein durch das, was wir aus unserem Mund freisetzen können. Fang an, über deinen Ehepartner das auszusprechen, was Gott über ihn gesagt hat. Wenn du nicht weißt, was Gott gesagt hat, frag ihn einfach mal. Du kannst immer 2. Korinther 5, 17 nehmen, denn wenn dein Ehepartner Christ ist, dann ist eine neue Schöpfung in Christus. Viele von uns würden sich gut tun, mal zum Herrn zu gehen und sagen, Herr, sag was über meinen Mann, über meine Frau, über meine Kinder. Sag etwas. Sag etwas. Sprich was. Sag mir was. Und das, was er sagt, ist das, was wir sagen und sonst nichts. Ich sage dir, wir würden Menschenleben verändert sehen, Umstände würden sich verändern, eben Straßen machen sich eben vor uns, Türen tun sich auf für uns. Ich habe vor kurzem ein so drastisches Riesenwunder erlebt in Brasilien, weil ich mich entschieden habe, ich werde jetzt im Himmel das deklarieren und darauf bestehen, was mir gehört. Wenn wir nur sehen könnten, was uns alles bereits gehört, aber es muss konform sein mit den Worten, die aus unserem Mund kommen. Achte auf deine Gefühle, achte auf deine Gedanken, achte auf deine Worte. Viele Menschen haben versucht, die Formel herauszufinden, richtig zu glauben, haben aber nie gelernt, auf ihre Gefühle zu achten. Es geht in die Hose. Ich kann dir das schon sagen. Es geht 100% in die Hose. Du kannst den ganzen Tag herumlaufen und deklarieren, was immer du auch willst, wenn in Wirklichkeit du auf dein Herz nicht geachtet hast. Wenn du im Herz Unglauben fühlst, musst du diesen Unglauben konfrontieren, nicht ignorieren. Und so viele von uns, die fühlen etwas und kaum haben wir es gefühlt, geben wir dem schon recht und stimmen dem schon zu und sprechen es aus. Und dann kommen diesejenigen, die sagen, ja, aber Reinhard, ich bin halt hochsensibel, weißt du?
Wenn du wirklich hochsensibel bist und das der Grund ist, warum du diese Dinge aussprichst, die du ständig fühlst, dann versprichst du deinem Mund halt ein halbes Dutzend Krapfen statt einem Krapfen. Ich bin unwahrscheinlich hochsensibel. Unwahrscheinlich sensibel. Unwahrscheinlich. Ich habe gelernt, dass das, was ich fühle, wenn es nicht konform ist mit dem, was Gott sagt, darf ich es nicht aus meinem Mund lassen. Du gehst rein in einen Raum und du fühlst eine Atmosphäre des Unglaubens. Du hast zwei Möglichkeiten zu sagen, ach, um Himmels Willen, so eine Atmosphäre des Unglaubens, da geschieht nichts. Oder du kannst sagen, dieser Berg des Unglaubens, der beugt sich vor mir. Wir werden hier die Herrlichkeit Gottes sehen. Du entscheidest dich. Du entscheidest dich. Es gibt keinen Grund, warum ein hochsensibler Mensch Dinge ausspricht, die er fühlt, anstatt Dinge auszusprechen, die Gott gesagt hat. Es gibt keinen Grund, warum ein hochsensibler Mensch die Dinge ausspricht, die er fühlt, und nicht die Dinge ausspricht, die Gott gesagt hat. Es gibt keinen Grund. Wenn er es gesagt hat, ist das, was wir auch sagen. Und darauf stehen wir fest. Um 19:30 Uhr geht es weiter.